So, hallo, da sind wir wieder bei Another Code Recollection. Und wir sind durch den Kamin gegangen und jetzt gucken wir mal, was hier alles so rumliegt. Ashley. Das ist der Koffer meines Vaters. Er hat Thomas gehört? Hey. Kannst du ihn öffnen? Nein, er ist verschlossen. Ich frage mich, was wohl die Kombination sein könnte. Okay, also da weiß ich eigentlich noch nichts. Deswegen, ich frage mich, welche Zahlen wir zum Aufmachen eingeben sollen. Vielleicht gibt es irgendwo einen Hinweis. Ja, bestimmt. Gucken wir uns erstmal um. Hier ist auch noch eine Tasche. Hey. Was ist denn das für eine Tasche? Das ist meine Tasche. Mein Vater hat sie mir geschenkt. Ich hatte sie bei mir, als ich auf die Insel kam. Mach sie für mich auf. Das ist deine Mütze, die... Oh ja, das war meine Lieblingsmütze. Sie ist voll retro, ich mag sie. Sie war nicht retro, als ich sie getragen habe. Der Ball sieht echt alt aus. War das deiner? Ja, ich habe Baseball geliebt. Ich habe auch von meinem Vater gespielt. Looks like sieht a aus letter. Wie ein Brief. Wonder what was it da says. Wo drin steht. 28. November 1948. Lieber Dee, herzlichen Glückwunsch zu deinem 12. Geburtstag. Du bist der erste Freund, den ich auf dieser Insel gefunden habe. Ich freue mich so sehr, dass ich deinen Geburtstag mit dir feiern kann. Ich hoffe, wir werden viel Spaß zusammen haben. Deine Franny. This was from Franny to me? That must be it. It's a birthday card from Franny to you. Huh. You don't remember? No, but this card was probably written on my birthday. Which means now you know when your birthday is. Yeah, you're right. Geburtstagskarte erhalten. Holzkiste, Koffer, Fragezeichen und da haben wir noch ein... Wie konnte ich nochmal Fotos machen? ZL, okay. Machen wir mal hiervon ein Foto, beziehungsweise scannen. Stimmungswechsel gescannt. Etwas Neues zu erschaffen ist keine leichte Aufgabe. Das gilt für alles, auch für das Another. Wenn meine Forschungen nicht so laufen, wie erhofft, lese ich ein Buch, um meinen Geist zu entspannen. Zum Glück enthält das Studierzimmer des Anwesens zahlreiche Bücher, von unzugänglichen gebundenen Schwarten bis hin zu leichter Kost in Taschenbuchform. Ich nehme mir dann eines der verstaubten Bücher aus einem Regal und gehe in den Wald. Dort blättere ich dann durch die Seiten eines alten Romans, wenn das Sonnenlicht durch die Blätter eines Baumes funkelt. So kann ich die Forschung vergessen, die mir gerade Schwierigkeiten bereitet, und meinem Geist erfrischen. In diesem Moment finde ich meinen inneren Frieden. Zuletzt habe ich eine Detektivgeschichte von einem Autor namens David Shields geradezu verschlungen. Sein Schreibstil, seine Art, die Geschichte voranzutreiben, treffen genau meinen Geschmack. Nach dem Lesen gehe ich dann zum Pier, um mir von der Klippe aus das Wasser anzusehen. Wenn ich dort zum Horizont blicke, muss ich an unser Wohnzimmer in unserem Haus in Seattle denken. An glücklichen Tagen mit Sayoko und Ashley. Tage, die niemals wiederkommen werden. Na gut, vielleicht baue ich mir eine Sitzgelegenheit und stelle sie unter den Baum an der Klippe. Dann kann ich mir vorstellen, wie ich zu Hause bei ihnen sitze. Ja, das hat er ja gemacht. Das haben wir ganz am Anfang gesehen. Der Stuhl hat er gebaut. Der Stuhl. Okay, gucken wir uns erstmal die Holzkiste an. Ich frage mich, was in diesen Holzkisten ist. Sie lassen sich nicht öffnen. Also ich werde es wohl nie rausfinden. Okay. Eine alte Holzkiste. What is this? It's empty. Oh, das sieht aus wie eine Knarre. Father?
What is it, Dee? I just remembered something. Father opened this case. He kind of stared into it. And inside it, it was a gun. But where could it be now? Es ist zu dunkel, um etwas zu sehen. Okay. Dann machen wir mal Licht. Ein Stapel von soliden Holzkisten. Ihre Deckel sind zu schwer, um sie zu öffnen. Also bleibt ihr Inhalt ein Geheimnis. Okay. Wenn du meinst. Okay, haben wir noch irgendwie hier Hinweise? Bezüglich des Aktenkoffers. Father. Ich frage mich, mit welcher Nummer Vater ihn wohl verschlossen hat. Vielleicht mit deinem Geburtstag? Okay. Dann müssen wir nochmal hier raus und die Karte nochmal genau angucken. Also, es ist ja schön, dass das Spiel so... Ach so, das liegt ja gar nicht mehr. So hilft, aber ja... Das ist dann schon ein bisschen zu lasch, finde ich, die Rätsel. So, wann hat er denn Geburtstag? Wo sind meine Items? Warte, ich bin falsch hier, ne? Hier muss ich rein. 28. November 1948. Okay. 28. November 1948. Father. Wie kann ich das drehen? Ah, hier. Okay. Geht nicht auf. Vielleicht habe ich die falsche Nummer eingegeben. Nö, 1948. Ach so, muss ich beides mal 2811 vielleicht eingeben? Das wäre ja doof. Gucken wir mal. Oh nein, geht nicht auf. Jemand, der Thomas wichtig war. Ja, aber das war doch 1948. Nein, nicht das DAS öffnen. Ich wollte ins Menü, danke. 1948. Okay. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Was könnte es denn noch sein? Ich sag gerade noch Ding. Es ist so einfach. Haben wir irgendwo noch einen Hinweis? Vielleicht sollte ich mir hier nochmal was angucken. Vielleicht den Ball nochmal. Die Mütze. Nein, okay. Die, kannst du mir mal helfen? Hm. 2811. Es kann doch nur 1948 sein. Ist es vielleicht andersrum? 48, 19? Das wäre doch auch doof, oder?
Nö. Okay. Maybe. Die kann ich mit dir quatschen? Nein, geht nicht. Oh, ich will jetzt aber nicht dieses Rätselhilfe da probieren. Das ist ja doof. Ja, da komme ich ja nur zum Kaminzimmer zurück. Father. Ist hier noch irgendwo ein Hinweis? Nicht wirklich. Ich habe echt keine Ahnung. Tja, tut mir leid. Ja, es ist die Kombination dies Geburtstag. Ja, das weiß ich auch. Das weiß ich auch inzwischen. Aber ist es vielleicht falsch übersetzt? Ist es 49? Ach so, warte mal. Oh, ich bin so dumm, jetzt fällt mir das... Oh. Es war ja 1948, und aber es ist ja nicht sein Geburtsjahr, er wird ja 12. Oh. Okay, alles klar. Okay. Tada, dankeschön. Danke, Hirn, dass du doch noch funktionierst. Yes! Okay. Dein Papa muss dich wirklich gern gehabt haben. Father. Machen wir ihn auf. Ja. It's the another key. Nummer 2. Sehr gut. Fehlt nur noch einer. Ich sag aber trotzdem, da dieser schmierige Schmierlappen, den wir da getroffen haben, das ist nicht unser Vater. Bin ich mir ziemlich sicher. Okay, Erdgeschoss also, ja. Gut. Now we have two. That means there's just one more to find. What's the matter, Dee? The things in here were all important to Father. Let's take a look and see what he kept in here. Okay, wir haben einen Schuh. Ein alter Schuh. This is... Ein Kinderschuh. Dee? Ashley. Das ist mein Schuh. Warum ist der nur einer? Keine Ahnung. Tja, gute Frage, nächste Frage. Papierstapel. Einige Zettel. Was sind das für Zettel? Sie sind dicht beschrieben. Scharlachrotes Labyrinth. David Shields. Kurz darauf verließ er den Raum, ohne sich auch nur die Mühe zu machen, etwas zu vertuschen. Mit einem neutralen Ausdruck im Gesicht und unbekümmerten Tonfall wies er das Hausmädchen Monika an. Die Dame des Hauses ist sehr müde. Sie möchte den Rest des Tages nicht gestört werden. Monika nahm seine Worte an und räumte das Essen vom Tisch, das sie serviert hatte. Alles war nach Plan verlaufen, zumindest bis jetzt. Er bemerkte, wie er begann, selbstgefällig zu grinsen und brachte seine Gesichtszüge schnell wieder unter Kontrolle.
Dann holte er den schwarzen Beutel, den er unter dem Bett versteckt hatte. Das sieht aus wie ein Manuskript für einen Roman, verfasst von David Shields. David Shields? Der Name sagt mir was. Ein altes Foto, das ein junges Paar mit einem Kind zeigt. Ich frage mich, wer die Leute auf dem Foto sind. Vater. Der Mann ist mein Vater. Echt? Dann ist die Frau wohl deine Mutter. Ich schätze schon. Dann muss das Kind. Maybe. Das bin ich. Die Dialoge sind auch wirklich immer ganz toll. Was meinst du? Was steht da drin? Lies es. XXXX. Ich habe einen Kriminalroman unter Pseudonym veröffentlicht, aber es hat sich trotzdem nicht verkauft. Zuerst verliert mein Junge seine Mutter und jetzt kann ich ihm nicht einmal ein paar Schuhe kaufen. Ich hatte das Anwesen niemals verlassen dürfen. Vielleicht hätte ich ihm dann ein besseres Leben bieten können. Was kann ich noch tun? Es gibt keinen anderen Weg mehr für mich, Geld zu verdienen. Jetzt bleibt mir nur noch mein Bruder. Das klingt wirklich alles sehr düster. Okay, also Thomas ist David Shields. Ein Füller. Der Füller wirkt sehr alt. Er hat wahrscheinlich keine Tinte mehr. Dieser Füller. Mein Vater hat ihn sehr gemocht. Es war also seiner. Na gut. Mehr gibt's hier nicht zu sehen. Just one more, another key to go. Where in the world is it hiding? Na, im Erdgeschoss, das haben wir doch gerade gesehen. Raus hier. Dass ich da nicht schon früher drauf gekommen bin, mit dem Geburtsdatum. Moment, ging es hier nicht raus? Wo ist der Ausgang? Hallo? Ah, hier. Boden ist hier ja in ganz miserablem Zustand. Ashley. Sei vorsichtig. Ich versuch's. Okay, vielleicht sollten wir nicht drüber rennen. Verschlossen. I can't get it open. What is it, Dee? I'm scared. Just all of a sudden. Ghosts can get scared? We need to go. I want to go. Now. Far away from here. Okay, sure. Let's get out of here. Okay, was los hier? Wessen Zimmer war das? Diese Vase ist ziemlich schmutzig. Ich kann das Muster darauf nicht erkennen. Die Küche. Da sieht's gemütlich aus. Where are we now? Whoa. You could cook for 100 people at once in here. They must have had a fancy chef. Just being in here is making me hungry. I just remembered something. We had turkey the first time I came to this island. Turkey? Now I'm hungry, jealous. Okay, ich habe gesehen, irgendwo war ein Kranich. Wo habe ich den denn gesehen? Scheint leer zu sein. What? Scheint eine stabile Kiste zu sein. Haben sie darin Zutaten transportiert? Dieser Kühlschrank ist riesig. Wie ein Laden in sich. Ein
ein Rezept. Sieht aus wie ein Rezept für ein ganzes Menü. Truthahn-Geburtstagstorte. Oh, das habe ich gegessen. Das war so lecker. Ich werde neidisch. Ah, da ist er. Der Kranich. Kaffee vorlieben. Ohne Bills Unterstützung wäre es nicht möglich, dass ich auf dieser Insel lebe, geschweige denn an meiner Forschung arbeite. Nachdem ich von der Welt vergessen bin, bringt er mir regelmäßig Dinge vom Festland, die ich zum Überleben brauche. Zum Beispiel Kaffee. Ohne ihn kann ich mich nur schwer entspannen. Allerdings entspricht der Instant-Kaffee, den Bill immer mitbringt, nicht unbedingt meinem Geschmack. Ich finde, Kaffee muss aus frisch gemahlenen Bohnen gebraut werden. Ich habe ihn gedrängt, mir ganze Bohnen zu besorgen, und ein paar Wochen später ging mein Wunsch in Erfüllung. Er brachte mir ein einzelnes Päckchen. Natürlich begab ich mich direkt in die Küche und traf alle Vorbereitungen, um die perfekte Tasse Kaffee zu machen. Aber in der ganzen Villa gibt es nirgends eine Kaffeemühle. Ich habe meinen Fehler eingesehen. Es war nicht sehr schlau, Kaffeebohnen zu verlangen und die Kaffeemühle zu vergessen. Und während ich so mit meinem Instant-Kaffee da saß, ist mir etwas aufgefallen. Es gibt hier jede Menge Teeservise. Auf unzählige Regalen der Villa findet man Teekannen und ähnliches. Wie Sayoko waren die Bewohner dieses Anwesens wohl Fans von schwarzem Tee. Meine verstorbene Frau war nahezu besessen. Sie wählte nicht nur die Art der Teeblätter und die Tasse, sondern auch die Temperatur entsprechend ihrer Stimmung aus. Wir haben wohl alle unsere Vorlieben. Das war bestimmt bei den einzelnen Mitgliedern der Familie Edwards auch so. Okay, wir sind also auf Teeliebhaber gestoßen. So viel verschiedene Arten von Geschirr. Sie müssen ständig Gäste gehabt haben. Unzählige Teller und Teeservice. Unzählige Teller und Teeservice. Okay. Da war doch noch irgendwas mit der Arbeitsplatte. Auf der Arbeitsplatte liegen Küchenutensilien. Okay. Das Fenster ist schmutzig, dass der Blick nach draußen ganz verschwommen ist. Ich finde das ganz lustig, weil jedes Mal, wenn so eine Wischiwaschi-Textur ist, sagen sie, es ist schmutzig. Ein großes Spülbecken, wie das hier macht, ist wohl einfacher, viel Geschirr auf einmal zu spülen. Das ist ein prima Ofen. Da haben sie bestimmt Kuchen und alles Mögliche sonst gebacken. Jessica backt mir jedes Jahr einen Kuchen zum Geburtstag. Ich muss dafür sorgen, dass diese Tradition dieses Jahr erhalten bleibt. Ein großer Ofen, in dem mit Leichtigkeit ein ganzer Truthahn passen würde. Okay. Ich glaube, das war's hier, oder? A family used to gather around this table to eat together. What's that? Okay. Auf dem Stuhl hängt ein Mantel. Hey. Jemand hat seine Brieftasche hier liegen lassen. Echt? I wonder who left this lying around. Ich frag mich, wer das hier wohl hat liegen lassen. Is that Mom? Looks like a newspaper clipping. But what's it about? Mysteriöser Tod einer Wissenschaftlerin. Am 25. um Mitternacht wurde Dr. Sayoko Robbins, 28, Forscherin bei JC Valley, tot, mit einer Schussverletzung in der Brust in ihrem Zuhause gefunden. Ihre Tochter Ashley, 3, wurde im Schrank gefunden, der sich in der Nähe ihrer toten Mutter befand. Das Kind war unverletzt. Gefunden wurden die beiden von Dr. Sayoko Robbins Ehemann Dr. Richard Robbins, 30. Er wurde von der Polizei als Tatverdächtiger für weitere Befragungen in Untersuchungshaft genommen.
What? That Mom was murdered? And Dad was a suspect? Was Jessica hiding this? I'm not giving you the another. Oh, Mom. Is something the matter, Ashley? No. It's nothing. How about this? Stellen wir den Stuhl wieder hin. Ja, mach mal. Okay. So, gibt's noch irgendwas an dem Mantel? Nö. Also hier sieht's doch auch so aus, als hätte hier jemand gekämpft, oder? Also der Typ, der ist bestimmt nicht unser Vater. Das ist bestimmt Bill. Auf dem Tischtuch ist ein Weinfleck. What the? Das Papier ist überall verteilt. Was ist hier passiert? Mit Hilfe der Another-Theorie konstruieren wir ein Gerät, das Erinnerungen kontrollieren kann. Wenn es fertiggestellt ist, wird es eine nützliche Hilfe sein, um Personen zu heilen, die bei Unfällen oder in Kriegen emotionale Traumata erlitten haben. Oh. Das ist ein Forschungsbericht über das Another. Hat Papa mit jemandem darüber gestritten? Sieht verdammt danach aus. Neben dem verschütteten Wein befindet sich der Forschungsbericht über das Another. Okay, ja, ich würde aber den Tisch weiter angucken. Da liegt doch noch Zeug rum. Eine Schokolade. Zigaretten. Also, hier ist der Mantel mit der Brieftasche von mit der Mutter, mit dem Bericht. Schokolade. Und hier ist ein weiterer Stuhl mit Alkohol und Zigaretten. Also, Bill ist wohl ein Raucher und hat ein Alkoholproblem und unser Vater steht auf Kaffee und Schoko. Also, ich glaube, hier ist was im Busch. Feuerstelle ist voller Asche. Huh? Eine Teekanne und Tassen stehen zum Gebrauch bereit. Huh. Hier sind viele Weingläser. Waren oft Gäste hier? Noch ein Teller mit einem Bild von einem Vogel. Ist ziemlich schmutzig. Wer hätte es gedacht? Der ist doch auch schmutzig, oder? Auf diesem Teller ist das Bild eines Sees oder so. Der Teller ist schmutzig und ich kann nicht erkennen, was für ein See das sein könnte. Können wir hier die Vorhänge aufziehen? Nein. Okay, können wir noch irgendwas mit dem Kamin machen? Nö. Okay. Gedacht, vielleicht irgendwas mit der Asche oder so. Wir haben zwei Türen. Okay, das ist wohl die Hausbar. What's this room? The lounge. It's where Father used to drink. Ein Radio? Okay. The next another key is in Aha, here. Okay, also wir sind schon im richtigen Raum. Gut. Okay, dann sollten wir vielleicht doch erst in das andere Zimmer gehen. Gehen wir nochmal zurück. Vielleicht ist auch die Tür verschlossen. Kann natürlich auch sein. Tür hat ein Schloss. Oh. Ich kann sie aufschließen. Okay, wo kommen wir jetzt raus? In der Main Hall oder was? Nee. Okay, wo sind wir jetzt? Foyer. Fragezeichen. Moment, hier geht's noch in den Keller? Küche. Ach so, hier bin ich rausgekommen. Okay, okay. Geht's hier auf? Tür ist verschlossen.
Und hier? Geht es hier lang zum Foyer? Vielleicht kann ich die Tür von dieser Seite aus öffnen. Da ist ein Schloss. Oh. Okay. Können wir jetzt ein paar Abkürzungen öffnen. Wollen wir da nochmal rein. Gucken, wo wir jetzt rauskommen. Eigentlich müssten wir aber jetzt in der Main Hall da sein, oder? Ja, jetzt sind wir in der Main Hall. Okay. Alles klar. Gut. Okay, nice. Gut, dann sind wir schon hier im richtigen Raum, im Gesellschaftsraum oder in der Hausbar. Und dann sehen wir im nächsten Part von Another Code, wie es hier weitergeht. Also bis dahin. Bye, bye.